Herzlich willkommen auf joemediatv.de und auch herzlich willkommen alle, die auf AD.TV zuschauen. Wir freuen uns, dass ihr wieder zugeschaltet habt und dass wir heute gemeinsam die Cannstatt Study Hour studieren. Ein wichtiges Thema: Christus, das Gesetz und das Evangelium. Und wir bereiten uns damit auf den kommenden Sabbat vor, für die Sabbatschule dort. Zu Beginn möchten wir jedoch gemeinsam noch beten. Himmlischer Vater, wir möchten Danke sagen, dass wir gemeinsam dein Wort studieren dürfen und gemeinsam studieren dürfen, wie du uns das Gesetz gegeben hast und wie du auch das Evangelium uns gegeben hast und wie du beides in dir erfüllst. Und wir möchten darum bitten, dass du uns Erkenntnis gibst und Weisheit gibst, dass du zu uns sprichst und dass wir dich besser kennenlernen dürfen. Wir bitten dies im Namen Jesu. Amen. Lass uns beginnen mit unserem Merkvers. Der Merkvers diese Woche steht in Johannes 1, Vers 17. Johannes 1, Vers 17. Ein wichtiger Vers, den es sich wirklich lohnt, auch auswendig zu lernen, weil dort heißt es: Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Gnade und Wahrheit jedoch kamen durch Christus. Was für ein schöner Einstiegsvers, dass wir sehen können, wie das Gesetz auf dem Sinai durch Mose gegeben wurde, aber Gnade und Wahrheit kamen durch Jesus Christus. Und sofort, wenn wir diesen Vers lesen, fallen uns andere Verse ein, wie zum Beispiel Matthäus 5, Vers 17. Matthäus 5, Vers 17. Und dort heißt es, Matthäus 5, Vers 17: Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, hier spricht Jesus, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin gekommen, um aufzulösen, sondern zu erfüllen. Als Jesus hier auf diese Erde kam, und wie wir bereits gesehen haben im ersten Vers, kam Jesus in Gnade und in Wahrheit. Und Jesus kam, um das Gesetz zu erfüllen, um das Gesetz für dich und mich zu erfüllen. Und in 1. Johannes 2, Vers 7, 1. Johannes 2, Vers 7 heißt es: Brüder, ich schreibe nicht ein neues Gebot, sondern ein altes Gebot, das von Anfang an hattet. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr von Anfang an gehört habt. Lieber Freund, liebe Freundin, lieber Bruder, liebe Schwester, wir studieren nicht ein neues Gebot, sondern es geht um das alte Gebot, was Gott uns ab Anfang an gegeben hat und was er durch Christus erfüllen wird. Und wir werden heute noch mehr studieren, wie Christus es auch in uns erfüllen möchte. Aber zuerst einmal wollen wir uns anschauen, was ist das Verhältnis zwischen der Sünde und dem Gesetz? Was ist die Sünde? Sünde ist Übertretung des Gesetzes. Diesen Vers kennen wir alle. Ich habe den diesmal im Sendemanuskript nicht mit dazu genommen, weil wir den auch in den letzten Studieneinheiten schon oftmals gehört hatten. Wir wollen gemeinsam zu Römer 7, Vers 7 gehen. Römer 7, Vers 7. Und wir werden dort die folgenden Verse gemeinsam studieren. Römer 7, Vers 7. Und in Römer 7, und wir fangen an, in Vers 7 zu lesen, dort heißt es: Was sollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Das sei fern. Aber ich hatte die Sünde nicht erkannt, außer das Gesetz, denn von der Begierde hatte ich nichts gewusst, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begieren. Also was schreibt Paulus uns hier in anderen Worten? In anderen Worten sagt Paulus, das Gesetz ist keine Sünde. Definitiv nicht. Das Gesetz ist nicht die Sünde. Aber durch das Gesetz erkennen wir, was Sünde ist. Denn wenn wir kein Gesetz haben, das uns eindeutig sagt, du sollst nicht begieren, dann können wir auch nicht sehen, dass Begieren verkehrt ist. Somit erklärt uns Paulus hier, dass das Gesetz uns erklärt, was Sünde ist. Und das Gesetz zeigt uns auf, was Sünde ist. Und wir sollen uns an dem Gesetz prüfen und sehen, sind wir auf dem rechten Weg, folgen wir Christus nach oder sind wir in der Sünde? Dafür brauchen wir das Gesetz. Weiterhin noch heißt es in Römer 4, Vers 15, das ist ein paar Kapitel davor, Römer 4, Vers 15:
Dort heißt es, das Gesetz bewirkt nämlich Zorn. Denn wo kein Gesetz ist, da ist auch keine Übertretung. Lieber Freund, liebe Freundin, wenn wir kein Gesetz haben, dann gibt es auch keine Übertretung. Und wir wissen, dass die Übertretung das ist, was uns von Gott trennt. Und deswegen muss klar definiert werden, was ist diese Sünde, die uns von Gott trennt. Und dafür brauchen wir das Gesetz. Vielleicht eine andere Beschreibung dafür wäre, dass wir das Gesetz wie ein Spiegel betrachten können. Wir können uns im Gesetz anschauen und sehen, dass wir Christus nicht ähnlich sind, dass wir Gott nicht ähnlich sind, dass wir nicht zu Gott passen, weil wir Sünde an uns haben. Und das zeigt uns das Gesetz auf. Wir möchten weiterlesen in Römer 7, und wir lesen Vers 8 und 9 gemeinsam. Und dort heißt es, dann nahm aber die Sünde einen Anlass durch das Gebot und bewirkte in mir jede Begierde, denn ohne das Gesetz ist die Sünde tot. Ich aber lebte, als ich noch ohne Gesetz war. Als aber das Gebot kam, lebte die Sünde in mir auf und ich starb. Im Grunde genommen, was Paulus hier sagt, ist, er sagt, dadurch, dass ich das Gesetz habe und dadurch, dass ich das Gesetz kenne, dadurch, dass ich das Wort Gottes studiert habe, entsteht in mir ein Verlangen nach der Sünde, was ich vorher nicht gehabt habe. Weil vorher hatte ich nicht den Maßstab, ich habe vorher nicht in den Spiegel geschaut und gesehen, dass ich schmutzig bin im Gesicht. Und genauso ist es auch mit dem Gesetz. Dadurch, dass ich in den Spiegel geschaut habe oder dass ich mein Leben am Gesetz ausgerichtet und geprüft habe, wird plötzlich das, was dort nicht passt, die Sünde, plötzlich entsteht eine Begierde und ein Verlangen danach, dieses zu tun, was vorher nicht gegeben hat. Lass uns als nächsten Vers zu 1. Mose 4, Vers 7 gehen. 1. Mose 4 und Vers 7. Und in 1. Mose 4, Vers 7, dort ist die Geschichte von den ersten Kindern auf dieser Welt. Also die ersten Kinder von Adam und Eva, und zwar von Kain und Abel. Und in 1. Mose 4, Vers 7 heißt es, dort spricht Gott zu Kain und er sagt, ist es nicht so, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben. Wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Du aber sollst über sie herrschen. Lieber Freund, es ist unsere Aufgabe, über die Sünde zu herrschen. Und wir können hier genau das Gleiche sehen, wie wir auch vorher im Römerbrief studiert haben. Dass wenn Gott Kain nicht gewarnt hätte und ihm nicht klar aufgezeigt hätte, was Sünde ist, hätte Kain nicht gewusst, was Sünde ist. Aber Gott warnt ihn ganz eindeutig davor und er sagt, die Sünde lauert vor deiner Tür. Und du kannst die Sünde erkennen an dem Gesetz, was ich dir gegeben habe. Und das Gesetz ist, du sollst nicht töten und du sollst deinen Bruder nicht begieren in diesem Fall. Und du sollst die Sünde beherrschen, so sagt Gott ihm. Wir sollen die Sünde beherrschen. Es ist wichtig, dass wir über die Sünde herrschen. Und später in dieser Lektion werden wir uns auch noch genauer anschauen, wie wir dies tun. Lass uns zurückgehen in den Römerbrief, Römer 7. Und wir lesen gemeinsam Vers 10. Wir werden gemeinsam bis Vers 12 durchstudieren. Römer 7 und Vers 10. Dort heißt es, und eben dieses Gebot, das zum Leben gegeben war, erwies sich für mich als todbringend. Ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den wir verstehen müssen. Denn das Gesetz wurde uns gegeben, um Leben zu haben. Gott hat Adam und Eva schon im Garten Eden ein Gesetz gegeben. Er hat ihm gesagt, esst nicht von dem Baum der Erkenntnis, damit wir Gemeinschaft haben können. Gott wollte nicht, dass eine Trennung entsteht zwischen Adam und Eva. Und so war ihnen das Gesetz zum Leben gegeben. Und dennoch, dadurch, dass sie das Gesetz nicht halten konnten, dass wir immer und immer wieder uns am Gesetz überprüfen und merken, dass wir das Gesetz nicht einhalten können aus uns selbst, ist uns das Gesetz zur Sünde. Somit wird es uns zur Übertretung.
Wir können auch in Lukas 10, Vers 28 lesen. Wir werden das jetzt nicht gemeinsam lesen, aber ich möchte dich ermutigen, dass du diese Verse selber zu Hause aufschlägst. Lesen, dass wenn ein Mensch die Gebote halten könnte, wäre es ihm zum Leben. Das Problem ist nur, dass niemand von uns aus uns selbst heraus die Gebote halten kann. Und wir lesen weiter in Vers 11, dort heißt es, denn die Sünde nahm einen Anlass durch das Gebot und führte mich und tötete mich durch dasselbe. Ja, wir möchten gleich weitergehen zu Hebräer 3, Vers 13. Hebräer 3, Vers 13, dort heißt es nämlich, ermahnt einander vielmehr, jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde. Wir haben gelesen in dem Vers davor, im Römerbrief, dass die Sünde uns betrogen hat und dazu geführt hat, dass wir sterben müssen. Wir müssen unserem Selbst absterben. Aber vielmehr noch ist es doch so, dass wir auch einander dazu ermutigen sollen, wie es hier im Hebräerbrief heißt, dass wir einander dazu ermutigen sollen, dass niemand durch die Sünde betrogen wird, dass niemand sein Herz verstockt und ja, einen Tod im Elend stirbt. Genauso können wir es auch weiter in 1. Thessalonicher 5, Vers 11 lesen. Und gemeinsam wollen wir noch den letzten Vers im Römerbrief studieren. Und Römer 7, Vers 12, dort heißt es, so ist nun das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Am Anfang hat Paulus hier gefragt, ist das Gesetz Sünde? Und er hat festgestellt, das sei fern. Und hier am Ende stellt Paulus sogar fest, das Gesetz ist gut und heilig. Nun, lieber Freund, liebe Freundin, wer ist gut und heilig? Gott ist gut und heilig. Und das Gesetz widerspiegelt Gottes Charakter. Wir können sehen, dass Gott gut und gerecht ist in Psalm 25, Vers 8. Psalm 25, Vers 8. Und in Psalm 25, Vers 8 heißt es, der Herr ist gut und gerecht, darum weist er die Sünde auf den Weg. Weil Gott gut und gerecht ist, weist er unsere Sünden zurecht. Weil Gott gut und gerecht ist, können wir im Gesetz sehen, wer Gott ist und wie wir nicht zu ihm passen. Als einen weiteren Text dazu möchten wir 2. Korinther 3, Vers 18 lesen. 2. Korinther 3, Vers 18. Und in 2. Korinther 3, Vers 18 heißt es, wir aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Lieber Freund, liebe Freundin, wir können hier genau das gleiche Bild sehen, wie wir vorher gesehen haben, in einem Spiegel. Und hier heißt es, durch Anschauen werden wir verwandelt. Wir werden durch Anschauen der Herrlichkeit Gottes verwandelt in sein Ebenbild. Dadurch, dass wir Christus anschauen, werden wir mehr wie er. Und wir müssen auf Christus schauen. Wofür wurde nun dem Volk Israel das Gesetz gegeben? Nun, wir haben es schon ja, gesehen, dass das Gesetz uns gegeben wurde, damit wir uns an Gott ausrichten können, damit wir sehen können, wie wir ja, Sünde in unserem eigenen Leben haben und uns so mehr an Gott ausrichten können. Und wofür wurde das Volk Israel dann auserwählt? Das Volk Israel ist ein auserwähltes Volk aus allen Völkern. So können wir es lesen in 5. Mose 7, Vers 6 und 7. 5. Mose. 5. Mose 7 und Vers 6 und 7. Dort heißt es, denn ein Volk bist du, von den Herrn, dein Gott, dich hat der Herr, dein Gott, aus allen Völkern erwählt, die auf Erden sind, damit du ein Volk des Eigentums wirst sein für ihn.
Nicht deshalb, weil du zahlreich wärst als Völker, hat der Herr sein Herz euch zugewandt und euch erwählt, denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern. Gott hat Israel nicht ausgewählt, weil sie in Zahlen gesehen, dass das größte Volk wären. Gott hat das Volk auserwählt aus allen Völkern, weil sie das Kleinste waren. Gott arbeitet in den Kleinsten. Gott arbeitet in den Dingen, die oftmals schwach aussehen, wo wir persönlich sagen, es lohnt sich gar nicht. Gott möchte seine Herrlichkeit zeigen, indem er sich das Allerschwächste auswählt. Und zur gleichen Zeit hat er Israel einen Segen verheißen. Und wir können diesen Segen lesen in 1. Mose 12, Vers 2 bis 3. 1. Mose 12, Vers 2 bis 3. Und in 1. Mose 12, Vers 3, dort heißt es: Ich will segnen, der dich segnet, und verfluchen, der dich verflucht. Und in dir sollen gesegnet sein alle Geschlechter. Gott hat Israel den Auftrag gegeben, dass sie ein Segen sein sollen für für alle umliegenden Völker möchte Gott, dass sie ein Segen sind. Und in Sacharja 8, Vers 23 können wir Gottes Plan erkennen. Wir können lesen, was Gottes Plan mit Israel gewesen ist und wie auch die umliegenden Völker, die Heidenvölker darauf reagieren sollten. In Sacharja ist das Buch am Ende des Alten Testamentes, ganz kurz vor Maleachi. Und in Sacharja 8, Vers 23 heißt es, Sacharja 8, Vers 23, so spricht der Herr der Herrscher: In jenen Tagen wird es geschehen, dass 10 Männer aus allen Sprachen der Heidenvölker einen Juden beim Rockzipfel festhalten und zu ihm sagen werden: Wir wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört, dass Gott mit euch ist. Das war Gottes Plan gewesen. Gottes Plan für Israel war gewesen, dass die Heidenvölker zu den Juden dazukommen und dass sie sagen, wir können sehen, dass Gott mit euch ist, weil Gott euch sein Gesetz gegeben hat und ihr euch an seinem Gesetz ausrichten könnt. Als was hat Gott Israel vorgesehen? Israel wurde vorgesehen als ein Volk voller Priester. Das können wir in 2. Mose 19, Vers 6 lesen. 2. Mose 19, Vers 6. Dort heißt es: Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Kindern Israel sagen sollst. Nun, lieber Freund, lieber Freundin, vielleicht in diesem Moment, wenn du dich in deiner Bibel schon etwas auskennst, dann wird dir aufgefallen sein, dass auch wir genau diesen gleichen Auftrag haben. Denn es heißt in 1. Petrus 2, Vers 9, in 1. Petrus 2, Vers 9, dass auch wir ein königliches Priestertum sind. Und ich lese 1. Petrus 2, Vers 9, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Lieber Freund, lieber Freundin, ist es nicht wunderbar, dass Gott auch uns daran teilhaben lässt, diesen Plan, den Gott hat, auszuführen, dass Gott sich niemals ändert und dass Gott niemals von seinem Plan abweicht? Lieber Freund, lieber Freundin, mögen wir verstehen, was es bedeutet, diesen Plan für unseren Herrn auszuführen. Was bedeutet das? Was hat es für die Juden damals bedeutet? Wie sollten sie sein? Wie sollten sie das erfüllen, Priester zu sein? In 3. Mose 19 heißt es, in Vers 21, Vers 21,
Na, ich habe mich verschrieben. Es ist nicht 3. Mose 19, Vers 21, aber hier steht, dass wir heilig sein sollten, denn Gott, unser Herr, ist heilig. Und im Grunde genommen, was die Aufgabe Israels war, sie sollten der Bundesmittler sein, des ewigen Bundes. In der nächsten Woche werden wir noch mehr über den ewigen Bund und das Gesetz gemeinsam studieren. Aber wir wollen jetzt schon einmal uns Jesaja 42, Vers 6 anschauen. Jesaja 42, Vers 6. Und dort heißt es: Ich aber, der Herr, habe dich berufen in Gerechtigkeit und ergreife dich bei deiner Hand und ich will dich behüten und dich zum Bund für das Volk setzen, zum Licht für alle Heiden. Das war der Plan Gottes. Wir sollten der Bund sein, womit auch die Heiden zu Gott geführt werden. Lass uns gemeinsam Apostelgeschichte 10, Vers 34 bis 35 lesen. Apostelgeschichte 10, Vers 34 und 35. Dort heißt es: Da tat Petrus den Mund auf und sprach: Nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern dass in jedem Volk derjenige ihm angenehm ist, der ihn fürchtet und Gerechtigkeit übt. Es ist Gott nicht so, dass Gott Leute ansieht, weil sie zu einem bestimmten Volk gehören. Die Zeit, wo Israel als Volk auserwählt war, um Erlösung in diesem Volk zu erlangen, ist vorbei, seit 34 nach Christus. Und im Grunde genommen, Gott sagt, er achtet nicht auf Person, er achtet nicht auf Rang und Namen. Gott achtet auf die, die ihn fürchten und ihn in Gerechtigkeit nachfolgen wollen. Wir können auch in 2. Chronik 19, Vers 7 lesen, dass Gott keine Person achtet, denn bei Gott ist kein Unrecht. Wenn Gott eine Person hervorheben würde, weil sie einen Namen hat oder weil sie eine bestimmte Stellung hat, dann wäre dort Unrecht bei Gott. Aber bei Gott ist kein Unrecht und bei unserem Gott gibt es kein Unrecht, denn Gott ist gerecht und heilig, wie wir es bereits gesehen haben. Gott möchte, dass wir ihn suchen und dass wir ihn finden können. So können wir es in Apostelgeschichte 17, Vers 26 und 27 lesen. Apostelgeschichte 17 und Vers 26 bis 27. Und er hat aus einem Blut jedes Volk der Menschheit gemacht, dass sie aus dem ganzen Erdboden wohnen sollen und hat im Voraus geordnet Zeit und die Grenzen ihres Wohnens bestimmt, damit sie den Herrn suchen sollten, ob sie ihn wohl umhertastend wahrnehmen und finden möchten. Und doch ist er ja jedem Einzelnen von uns nicht fern. Wir können sehen, dass Gott jeden von uns an den Platz gestellt hat, wo wir Gott finden können. Gott gibt jedem einzelnen Menschen die Gelegenheit, ihn dort wahrzunehmen, wo er ist. Und Gott gibt jedem Menschen die Möglichkeit, ja, sich zu ihm zu wenden. Und zwar die beste Möglichkeit, die er ihm geben konnte. Und Gott möchte, dass wir ihn finden. Und auch wenn es hier in dem Vers heißt, dass wir ihn durch Umhertasten wahrnehmen. Und das ist ja ein Bild, was wir zum Beispiel bei Kindern sehen, wenn sie sich die Augen verbinden, dass sie etwas suchen oder im Dunkeln, wenn wir das Licht noch nicht angemacht haben. Es ist dennoch so, dass Gott sich von uns finden lassen möchte. In Matthäus 7, Vers 7 und 8, dort stehen die bekannten Verse: Bittet, so wird euch gegeben. Suchet und ihr werdet finden. Klopft an und euch wird aufgetan werden. Gott möchte, dass wir ihn finden. Gott möchte, dass wir sehen, wer er ist. Und auch in Offenbarung 3 können wir sehen, dass Jesus sagt: Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und die Tür auftut, zu dem werde ich hineinkommen und mit ihm das Mahl halten und er mit mir. Nun, wir können sehen, dass die Heiden
obwohl Gott Israel dazu geschaffen hat und auserwählt hat, dass sie das Gesetz den Heiden kundtun und dass sie in Israel sehen können, dass es dort einen Gott gibt, dass doch die Heiden es auch erkennen können in der Natur, dass die Heiden Gott in der Natur erkennen können. Und so steht es in Römer 2, Vers 4 und auch in Römer 1, Vers 19 und 20. Aber Römer 2, Vers 4 heißt es: Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass Gott dich, der Vers steht in Römer 2, Vers 14. Ich war in Römer 2, Vers 4. Römer 2, Vers 14. Wenn nämlich Heiden, die das Gesetz nicht haben, doch von Natur aus tun, was das Gesetz verlangt, so sind sie, die das Gesetz nicht haben, sich selbst ein Gesetz. Gott hat in jeden Menschen von uns ein Gesetz reingelegt, wo wir erkennen können, wer Gott ist und wir uns daran ausrichten können. Und im Grunde genommen könnten wir nun die Frage stellen, was ist nun, ja, was wir tun sollen, was ist unsere Aufgabe noch dahinter, wenn die Heiden sowieso in der Natur sehen können, dass es einen Gott gibt und dass es ein Gesetz gibt und Gott das Gesetz sowieso in sie hereingetragen hat. Warum müssen wir noch tun, damit sie Gott erkennen können? Wir möchten dazu Lukas 16, Vers 1 bis 9 lesen. Und zwar handelt es sich hier um ein Gleichnis, das Jesus spricht. Und wir möchten dieses Gleichnis uns kurz gemeinsam anschauen. Lukas 16, Vers 1 bis 9. Und in Lukas 16 heißt es: Er sagte aber auch zu seinen Jüngern, es war ein reicher Mann, der hatte einen Haushalter. Und dieser wurde bei ihm verklagt, dass er seine Güter verschleuderte. Und er rief ihn zu und sprach zu ihm: Was höre ich da von dir? Lege Rechenschaft ab von deiner Verwaltung, denn du kannst künftig nicht mehr Haushalter sein. Da sprach der Haushälter bei sich: Was soll ich nun tun, da mein Herr mir die Verwaltung nimmt? Graben kann ich nicht und zu betteln schäme ich mich. Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich, wenn ich von der Verwaltung entfernt bin, in ihre Häuser aufnehme. Und der rief jeden von den Schuldnern seines Herrn zu sich und sprach zum Ersten: Wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Er aber sprach: 100 Bat Öl. Und er sprach zu ihm: Nimm deine Schuldschein, setze dich und schreibe 50. Danach sprach er zu einem anderen: Du aber, wie viel bist du schuldig? Der aber sagte: 100 Kor Weizen. Er aber sprach zu ihm: Nimm deinen Schuldschein und schreibe 80. Und der Herr lobte den ungerechten Haushalter, dass er klug gehandelt hatte. Denn die Kinder dieser Weltzeit sind ihrem Geschlecht gegenüber klüger als die Kinder des Lichts. Ich aber sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn ihr Mangel habt, sie euch aufnehmen in ewigen Hütten. Vielleicht bedarf dieses Gleichnis etwas Erklärung. Im Grunde genommen gibt Jesus hier nicht die Erlaubnis dafür, ungerecht zu handeln. Aber wenn wir uns das genauer unter die Lupe nehmen und wir uns fragen, wer ist dieser ungerechte Haushalter? Wer ist diese Person, die ihren Dienst nicht nachkommt? Das sind wir, lieber Freund, liebe Freundin. Und der Herr ist Gott. Und die Leute, die bei ihm Schulden haben, das sind die Leute draußen in der Welt, das sind die Heiden. Und was sind sie dem Herrn schuldig? Jeder von uns, egal wer er ist, ist Gott Ehre, Zuneigung und Liebe schuldig, weil Gott hat uns geschaffen und Gott hat uns erlöst. Somit sind wir ihm unendlich viel schuldig. Aber viele Leute dort draußen wissen noch nicht einmal, dass sie Schuld haben. Und sie wissen noch nicht einmal, dass sie dort etwas zu begleichen haben. Und so ist es, dass darum
ja, wir aufgefordert sind, dass wir nicht schlafen sollten und unsere Mittel für Dinge einsetzen, die ja nur unsere eigenen Bedürfnisse befriedigen, sondern dass wir sie einsetzen, damit die Leute, die Schulden jetzt noch haben, dass ihre Schulden abgetragen werden, dass wir sie zum Gesetz führen, wo sie sehen können, dass sie Schuld haben. Und am Gesetz werden sie gleichzeitig auch zu Christus geleitet, der ihnen diese Schuld vergeben kann. Das ist unsere Aufgabe, lieber Freund, liebe Freundin. Lass uns noch gemeinsam Psalm 87, Vers 7 lesen. Psalm 87, Vers 7. In Psalm 87, Vers 7 heißt es: Damit diese auf Gott ihr Vertrauen setzen und die Taten Gottes nicht vergessen und seine Gebote verfolgten. Es ist, was wir tun sollten, damit wir unsere Taten auf Gott setzen, dass wir ihn handeln lassen in uns. Es ist Christus, der die Schuld vergibt, und wir können niemand die Schuld vergeben. Aber wenn wir am Gesetz erkennen können, dass wir Schuld haben, dann werden wir automatisch zu Christus gehen, um dort nach Vergebung zu suchen. In Psalm 85, Vers 11, ein sehr, sehr schöner Vers. Dort heißt es, Psalm 85, Vers 11, Gnade und Wahrheit sind einander begegnet. Gerechtigkeit und Frieden haben sich geküsst. Über wen spricht dieser Vers? Gnade und Wahrheit sind sich begegnet. Und Gerechtigkeit und Frieden haben sich geküsst. In Psalm 89, Vers 15 heißt es, Psalm 89, Vers 15, Recht und Gerechtigkeit sind die Grundfeste deines Thrones. Gnade und Wahrheit gehen vor deinem Angesicht her. Gnade und Wahrheit gehen vor dem Angesicht Gottes her. Das sind die Prinzipien von Gottes ewigen Königreich, was kommen wird. Und hier kommen wir auch wieder zurück zu unserem Merkvers, den wir am Anfang gehabt hatten, wo es heißt, denn das Gebot ist durch Mose gegeben worden. Gnade und Wahrheit kam jedoch durch Christus. Wir können sehen, dass in Christus ist Gnade und Wahrheit vereint. Und wie wir auch schon gesehen haben am Anfang, ist Christus die Erfüllung des Gesetzes. In Philipper 2, Vers 8 heißt es über Jesus, dort heißt es, und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er, Jesus, sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Hier können wir sehen, wo Jesus Gnade und Wahrheit in sich vereinte. Jesus wurde gehorsam bis zum Tod. Jesus war die Wahrheit in Person. Jesus hat nie einen Augenblick gehabt, wo man ihm hätte was vorwerfen können. Lass uns gemeinsam Johannes 17, Vers 5 lesen. Johannes 17, Vers 5. Johannes 17 und Vers 5. Dort heißt es, und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst, mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Jesus betet darum, dass er verherrlicht wird beim Vater durch die Herrlichkeit, die er beim Vater gehabt hat. Und wir können sehen in Johannes 14, Vers 11, dass Jesus im Vater war und der Vater in Jesus zu jeder Zeit, bis auf am Kreuz. Am Kreuz waren der Vater und Jesus getrennt. Johannes 14, Vers 11, dort heißt es, glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater ist in mir. Wenn nicht so glaubt mir doch,
mit den, um der Werke willen. Wenn wir Jesus nachfolgen wollen, dann müssen wir Jesus erkennen. Durch Jesus können wir den Vater erkennen, so steht es in Matthäus 11, Vers 27. Und wer Jesus nachfolgen will, muss sich verleugnen. So steht es in Matthäus 16, Vers 27. Lass uns diesen Vers noch gemeinsam lesen. Matthäus 16, Vers 24. Dort heißt es, da sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachfolgen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Und was bedeutet es ganz genau, dass wir uns selbst verleugnen? Wir können zum Beispiel in Lukas 9, Vers 85, Vers 58 lesen, dass Jesus keinen Platz hatte, wo er sein Haupt hinlegen konnte. Jesus ist so weit gegangen, dass er gesagt hat, ja, ich gebe alles auf, ich gebe die Herrlichkeit auf und ich habe noch nicht mal ein Haus, wo ich wohnen kann. Sind wir bereit, so weit zu gehen, dass wir alles aufgeben, dass wir sagen, ich bin bereit, meinen Besitz aufzugeben, dass Menschen erlöst werden können? Und es war nicht immer für Jesus einfach. Es war nicht so, dass Jesus gesagt hat, ja, es ist doch kein Problem. Jesus hat zum Beispiel im Garten Gethsemane mit Gott gerungen und er hat gesagt, Herr, wenn es möglich ist, dass dieser Cup an mir vorbeigeht, dann möge es so sein, aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Und so müssen auch wir es immer wieder tun. Wir müssen unseren Willen, Gottes Willen unterstellen. In Epheser 2, Vers 8 heißt es, Epheser 2, Vers 8, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Wir können sehen, dass die Gnade und die Wahrheit, die Christus in sich vereinte, das ist, was uns letztlich rettet. Wenn wir zum Gesetz schauen, sehen wir, dass wir sündig sind. Und wenn wir zu Christus gehen, sehen wir, wo wir Rettung finden können. Lasst uns gemeinsam Psalm 119, Vers 46 lesen. Psalm 119, Vers 46. Und in Psalm 119, Vers 46 heißt es, ja, ich will vor Königen von deinen Zeugnissen reden und mich nicht schämen. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, so heißt es auch in Römer 1, Vers 16 und 17. Egal, wo wir sind, egal, ob wir vor Königen stehen oder vor jemanden anderen, wir sollten treu dazu stehen, was das Evangelium für uns getan hat, was Christus für uns getan hat. Paulus schreibt davon, wie er Leiden erfahren musste für das Evangelium, wie er dafür gelitten hat, dass das Evangelium weiterkommen konnte. Lass uns gemeinsam 1. Korinther 15, Vers 2 bis 3 lesen. 1. Korinther 15, Vers 2 bis 3. Heißt es, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündet habe, sei es denn, dass ihr vergeblich geglaubt habt, denn ich habe euch zu allererst das, was überliefert ist, was ich euch empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften. Christus ist für uns gestorben und Christus ist der, der für
für uns alles hingegeben hat. Und in Jesus haben wir schon jetzt den Sieg über die Sünde. Wir können schon jetzt den Sieg über die Sünde haben, wenn wir uns am Gesetz überprüfen und wir feststellen, dass wir Sünde haben, können wir, wenn wir zu Christus gehen und vollkommen absterben, wenn wir unseren Neigungen absterben und Christus in uns ganz leben können, können wir schon jetzt den Sieg haben. So heißt es in 1. Korinther 15, Vers 75. 1. Korinther 15, Vers 75, denn dort heißt es: Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch den Herrn Jesus Christus. Wir können den Sieg über unsere sündhaften Neigungen haben, wenn wir denn Christus das Ruder übergeben. Wenn Christus die erste Rolle in unserem Leben haben darf. Und falls es doch so sein sollte, dass wir fallen, können wir in 1. Johannes 2, Vers 1 lesen. In diesem Fall haben wir einen Fürsprecher, der für uns einsteht. Unser Fürsprecher steht jetzt noch im himmlischen Heiligtum. Aber wir wissen, dass die Zeit nicht mehr lange ist. Kolosser 2, Vers 13 heißt es, in Kolosser 2, Vers 13. In Kolosser 2, Vers 13. Dort heißt es, er hat auch euch, die ihr tot wart, in den Übertretungen und den unbeschnittenen Zustand eures Fleisches mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Durch Christus haben wir Vergebung. Und Christus möchte, dass, wenn wir komplett absterben, unserem Ich, dass wir durch den Glauben, durch Christus leben können. Als letzten Vers wollen wir gemeinsam lesen, Römer 10, Vers 3 bis 4. Römer 10, Vers 3 bis 4. Römer 10, Vers 3 bis 4. Denn weil sie die Gerechtigkeit Gottes nicht erkannten und ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten trachteten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Wir können hier sehen, wenn wir danach trachten, unsere eigene Gerechtigkeit aufzutrachten, wenn wir danach trachten, unseren eigenen Wegen nachzufolgen, dann ja, können wir die Gerechtigkeit Gottes nicht erringen. Und in Vers 4 heißt es, denn Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Lieber Freund, liebe Freundin, ich möchte dich heute ermutigen, dass wir uns ganz neu dem hingeben, dass wir ganz neu uns dafür entscheiden, Jesus jeden Tag nachzufolgen und ihn zur Gerechtigkeit in unserem Leben zu machen, der das Gesetz erfüllt hat, der das Gesetz in uns erfüllen möchte und dass wir so durch seine Gnade das Gesetz erfüllen können, so wie Jesus es bereits erfüllt hat. Möchten wir diese Entscheidung heute gemeinsam treffen? Ich freue mich, dass wir dieses Thema gemeinsam studieren durften und dass wir auch nächste Woche wieder gemeinsam ein sehr spannendes Thema studieren dürfen. Wir werden studieren das Gesetz und die Bündnisse. Ich würde mich freuen, wenn ihr, liebe Freunde, wieder mit dabei seid, hier auf joelmediatv.de oder auch auf ad.tv.